Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Por favor, pardon, befeiern. Mutus Rat, Fernlicht. Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde. Na, willkommen zu meinem Let's Play von Portal 1. Portal wurde von Valve gemacht und das Spiel ist schon etwas älter. Aber Portal 1 gehört zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele zusammen mit Portal 2. Deswegen habe ich entschieden, dass ich das Let's Play möchte und würde euch mal mitnehmen auf diese kleine Reise. Fängt ja schon mal gut an mit ein bisschen fröhlicher Musik. Bleib mal da, Radio. Für all diejenigen, die es nicht wissen, Portal ist ein Rätselspiel. Und ich glaube, das Rätsel ist, dass wir den Würfel auf diese Platte drücken sollen. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Oh, schade. Testkammer 1 von 19. Ich höre wieder die Musik. Also, es gibt keine herunterfliegenden Würfel, keine Würfel, die uns auf den Kopf treffen können, keine leuchtenden Kugeln, die uns treffen könnten, keine leuchtenden Tuchhöhlen, die abgeschossen werden können oder eher da reingefügt werden sollen, kein Bad, Säurebad, keine Portale, wo wir runterspringen müssen, keine Portale, wo wir durchfliegen können, keine Geschütztürme, kein Trinkwasser oder kein, wir sollen nichts trinken und kein Kuchen. Oh, kein Kuchen. Hallo Kamera, die mich verfolgt. Kleiner Stalker. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Perfekt. Ah. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Ah nein? Schade. Der Boden da ist dreckig. Kümmer dich mal drum, Kamera. Ladedaten. Sie machen das sehr gut. Danke. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science.
das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Ew. Also bei Zähnen bin ich auch immer so ganz empfindlich. Oh. Muss ich da lang? Kann ich da lang? Nee. Muss ich hier lang? Nee. Da sehe ich auf jeden Fall das schöne Radio wieder. Ah ja, stimmt, ich muss ja die Portalkanone aufnehmen. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Okay. Krieg ich das hin? Ich hab das Radio! Zur sicheren Durchführung der autorisierten Aktivitäten zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Zur eigenen Sicherheit zerstören Sie keine Testapparate. Macht aber Spaß. Ich merke gerade, dass die Musik ein bisschen laut ist. Audio. Soll ich das immer noch anwenden? Ja, so ist besser. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Okay. Also wir haben hier immer noch keine Dinge. Manche Objekte sind wichtig für Ihren Erfolg. Zerstören Sie keine Testapparate. Wichtiger Testapparat zerstört. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Ja, oh, okay. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Danke. Wir haben einen Cube, der runterfallen kann und uns auf den Kopf treffen kann. Wir sollten aufpassen. Wichtiger Testapparat zerstört. Weg mit der Stalker-Kamera. Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Danke. Wichtiger Testapparat zerstört. Yeah.
Okay, wir sollten aufpassen, dass der Cube uns nicht auf den Kopf fällt. Ich dachte, wir würden nicht verfolgt werden oder beobachtet werden. Wichtiger Testapparat zerstört. Hier sind. Da ist der Kamera. Wichtiger Testapparat zerstört. Das Radio! Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2, 1. Oh. Wir haben Kugeln. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Also ja, mit der sollten wir uns nicht anlegen, die kann uns treffen und die kann uns auch irgendwann, zum Game-Over-Screen schieben. Weil... Au. Ach so! Das geht schon beim ersten Mal direkt. Okay. Ich dachte erst beim mehreren Mal. Sicherheit ist eins der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Ja, sie sind nicht dauerhaft da. Also sie... werden sich irgendwann auch auflösen. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Mhm. Wo war eigentlich das Radio gewesen? Mein Hör ist hier irgendwo. Wahrscheinlich ist es irgendwo da hinten oder so. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Sehr gütig, danke. Also, wir haben wieder nur die Kugel. Gut. Jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse.
Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. What? Also, wir haben wieder Kugeln und wir haben kein Trinkwasser. Das sieht mir aber auch nicht aus wie Wasser, was man trinken möchte. Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Mhm. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Ah. Oh. Wir haben wieder mit Würfeln zu tun. Okay, also wenn wir da ein Portal machen und dann da durchgehen, dann wird das Portal geschlossen. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Fantastisch! Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Ich bin schließlich auch ein optimistischer Pessimist. Ich denke in der Regel immer schwarz, aber versuche trotzdem irgendwie positive Sachen rauszuziehen. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Die Beherrschung der Impulse. Was wolltest du mir sagen? Okay. Freier Fall. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Das ist immer so das, was ich am liebsten mag. Diese freien Fälle. Da ist es. Ah, das ist orange. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Das könnte man auch falsch verstehen. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung.
In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Das gefällt mir langsam nicht mehr. Kugeln und Säure auf dem Boden. Ich muss durch. Mann. Danke. Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt wohnhaft hier. Beruhigend zu wissen. So, wie es aber in der nächsten Testkammer aussieht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch ein was Schönes. Tschüss!